Moin Freunde, was geht? Drittes Video PUBG, es ist soweit, letztes sogar von dieser Kooperation, die ich jetzt hierfür gestartet habe. Aber ich persönlich habe mir vorgenommen, dass ich gerne im Monat ein bisschen von COD wegkommen möchte und nicht hauptsächlich, sondern eben zwischendurch. Jede Woche ein Video über ein anderes Game. PUBG Mobile, H1Z1, Fortnite, Need for Speed, GTA, diese PSN for Free Games, völlig egal. Dinge, die ich einfach als Content Creator für euch ausprobieren kann, dass ihr, bevor ihr irgendwo Geld ausgeben müsst oder eure Zeit verschwendet oder Ärger habt, gucken könnt, gefällt mir das, habe ich Spaß dran, was muss ich dafür zahlen, kostet es überhaupt etwas, mit wem kann ich das spielen und. Und ich finde, das ist einfach eine Art und eine Variante als Content Creator, etwas zurückzugeben von dem, was wir bekommen. Denn seien wir ehrlich, Leute, ihr guckt unsere Videos und ihr zahlt dafür nichts. Okay, eine Sache. Aber ihr nehmt Zeit dafür, ihr schreibt Kommentare, ihr liked die Videos, ihr lasst Leuten ein Abo da, ihr guckt das Video wieder. Also ihr macht viele Interaktionen, ihr shared das Video bei WhatsApp mit anderen Leuten, bei Facebook und sonst was, wenn es richtig cool ist, wenn es ein spannendes Thema ist oder. All diese Dinge macht ihr und wir Content Creator verdienen damit Geld. Und die ganz Großen von uns verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Die werden auch, guckt euch Haptic an, guckt euch Muscle Scorpion an. Das sind Leute, Drifter in den USA, andere große, das sind alles Leute, die werden unter normalen Umständen nie wieder eine andere Arbeit machen müssen, wenn sie ihren Content weiterhin qualitativ aufbessern, wenn YouTube weiterhin für alle Leute so interessant bleibt. Und deshalb, Leute, finde ich diese Möglichkeit, die ich hier mit PUBG Mobile bekommen habe, gut. Man muss auch dazu sagen, Leute, ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich eine geile PUBG-Runde hatte, die Spaß gemacht hat, die ich gewonnen habe, ich habe relativ viele Runden sogar gewonnen, bei denen ich neue Skins ausprobiert habe, bei denen ich die Runenfähigkeiten ausprobiert habe, wo ich noch ein ziemlicher Anfänger bin, mit dem man aber ziemlich coole Sachen machen kann. Jedes Mal habe ich wieder überlegt, warum macht mir das jetzt gerade Spaß? Es muss ja irgendwie einen Grund haben. Wo kommt der Spaß her? Und wo habe ich sonst Spaß gehabt, wenn ich Call of Duty gespielt habe? Und in Call of Duty ist es ja nun mal so, dass wir unsere Endorphine im Körper spüren, wenn wir Kills machen, wenn wir auf hohe Streaks gehen, wenn wir Nuklear schaffen, wenn wir in Suchen und Zerstören einen Ace schaffen, wenn wir... Egal, was wir machen, es gab verschiedene Gründe, warum wir da Spaß hatten und woanders nicht. Und hier bei PUBG ist eigentlich der größte Unterschied zu jedem anderen Battle Royale, der mir gerade einfällt, dass man einfach nur entspannt sitzen kann. Man kann sich das Handy mal nehmen und sagen, ich schalte mal eine Stunde ab. Man nimmt sich seine Kopfhörer. Habe ich auch da. Man nimmt sich einfach seine Kopfhörer, macht die kurz ans Handy, daddelt eine halbe Stunde, eine Stunde, kommt mal ein bisschen raus, kommt raus in irgendwie aus der ganzen miese Zeit, die wir aktuell haben und genießt das Ganze. Der neue Royale Season Pass, es ist ja mittlerweile 17. Season von PUBG Mobile sozusagen, hat einige Sachen dabei, die wirklich sehr cool aussehen und die auch in der guten Grafik auf dem Mobile Game sind, was ich bei Handys immer nicht so sehr erwarte wie auf einem High-End-PC zum Beispiel. Natürlich muss die Grafik bei einem Game auf dem PC oder auf einer Next-Gen-Konsole, auf der PS4, besser sein als auf dem Handy. Sonst würde ja irgendwie was schief laufen. Das ist hier aber eben der Fall so, dass es sehr, sehr gut aussieht. Es macht Spaß, man kann sich Sachen kaufen gegen echtes Geld. Man kann sie freischalten gegen normale CP-Punkte, die man bekommt, während man Kills macht, Missionen, tägliche Herausforderungen, wöchentliche Herausforderungen. Es gibt also all das, was wir in COD haben, was uns vielleicht teilweise schon seit Jahren begleitet, gibt es hier auch. Dazu aber eben die Möglichkeit, nicht nur noch einen Battle Royale Modus zu spielen, wenn ich sterbe, muss ich wieder neu starten, sondern eben auch einen TDM Modus, ich kann mit den Runenkräften spielen, also es, PUBG hat sich natürlich vieles auch von anderen Games abgeguckt, das muss man ganz ehrlich so sagen, aber wenn man es dann gut macht und man unterhalten wird insgesamt, habe ich da überhaupt kein Problem mit und finde es persönlich richtig cool. Das heißt, um meine Testphase PUBG eigentlich mal zusammenzufassen. Ich hatte wirklich seit langer Zeit beim Zocken mal wieder richtig Spaß. Ich konnte sehr, sehr entspannt spielen. Selbst Runden, die kacke gelaufen sind, schlecht gelandet, schlecht geschossen, nichts Gutes gefunden, schnell gestorben. Die Zeit, die es braucht, von ich sterbe zu eine neue Runde startet, ist unglaublich schnell. Bei Warzone oder beim anderen Battle Royale, wenn es dumm läuft, sterbt ihr, dann müsst ihr aus der Lobby raus, dann hängt die sich bei COD andauernd auf, dann ist die Lobbysuche wieder so Ewigkeiten und. Die Spielerzahlen bei PUBG Mobile sind dreimal so hoch wie in Warzone und fünfmal so hoch in den Zuschauerzahlen in den letzten 4 Wochen gewesen, als Warzone auf Twitch Zuschauer hat. Das, Leute, ist absolut krass.
In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr genauso wie ich ein bisschen Spaß damit haben könnt. Ihr könnt es gerne über den Affiliate-Link unten in den Kommentaren oder unten in der Videobeschreibung, könnt ihr es sehr, sehr gerne runterladen. Schreibt mir eure Meinung, der Deal gilt absolut. Ich habe es im ersten Video schon gesagt. Ihr könnt, jeder der unten kommentiert in diesen beiden Videos, kann im nächsten Stream am Wochenende, am Samstag, gerne an der Verlosung teilnehmen. Wir werden komplett die Kommentare jede Stunde durchlosen und Dinge verschenken, so dass wir im Stream ein bisschen Fun haben und wahrscheinlich werden wir im Stream auch ein bisschen PUBG spielen. In diesem Sinne Leute, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, habt einen wunderschönen Abend, habt euch lieb, haut rein. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it.